So, und die Bundestagsvizepräsidentin hat jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt hier aufgerufen. Der Bundestag wird jetzt hier in der künftigen Debatte darüber entscheiden, dass Cannabis für Schwerkranke auf Rezept freigegeben werden soll. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass sich chronisch Schwerkranke unter bestimmten Bedingungen sogenannten Medizinalhanf verschreiben lassen können. Wenn Ärzte keine alternative Behandlungsmöglichkeit mehr sehen, dann sollen auch die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Wenn sie sagen, Moment, das gibt es doch schon. Ja, zum Teil in viel engeren Grenzen arbeitet beispielsweise die Palliativmedizin schon mit Cannabisprodukten. Seit 2011 dürfen in Deutschland Fertigarzneimittel allerdings nur hergestellt werden auf Cannabisbasis und ärztlich verordnet werden. Das Ganze wird jetzt geweitet und wir hören mehr darüber und Detaillierteres von der parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach. Abschluss der Beratungen zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften. So heißt das Gesetz. Wir haben immer über das Cannabis-Gesetz gesprochen. Schaffen wir einen, wie wir finden, wichtigen Schritt, um die Versorgung schwerkranker Patientinnen und Patienten zu verbessern. Wir wollen ihr Leid lindern und ihre Versorgung leichter machen. Deshalb sieht der Gesetzentwurf vor, dass Patientinnen und Patienten künftig auch Cannabis in Form von getrockneten Blüten oder Extrakten in standardisierter Qualität auf ärztliche Verschreibung in Apotheken erhalten können. Bei schwerwiegend Erkrankten sollen diese Arzneimittel von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden können, wenn keine andere alternative Therapie möglich ist und besteht. Das bedeutet aber auch nicht, dass die Patientinnen und Patienten alles durchlaufen müssen, sondern die Ärztin und der Arzt kann im Einzelfall genau hinschauen und sagen, jetzt ist der Punkt erreicht und wir müssen nicht noch andere Dinge testen. Und ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gesetz. So können wir beispielsweise Cannabis-Arzneimittel bei multipler Sklerose in der Schmerztherapie bei chronischen Erkrankungen oder auch, und viele wissen, dass die Krebspatienten zu Hause haben, bei Appetitlosigkeit oder Übelkeit der Menschen, die eine Krebsbehandlung mit Chemotherapie durchmachen, durchaus eine Linderung der Beschwerden erbringen und deswegen auch dort eingesetzt werden. Die Kosten hierfür, und auch das, glaube ich, ist ein ganz deutliches und wichtiges Signal, sollen von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden. Voraussetzung dafür sind, es muss sich um eine schwerwiegende Erkrankung handeln und es darf keine Alternative zur Behandlung mit Cannabis-Arzneimitteln bestehen. Und die Aussicht muss auch dort sein, dass es wirklich eine spürbare positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf oder auf schwerwiegende Symptome gegeben sind. Meine Damen und Herren, im parlamentarischen Verfahren hat sich das Gesetz noch verändert, wie es bei allen Gesetzen ist. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich den Berichterstattern der Koalition, den stellvertretenden Vorsitzenden, den Mitarbeitern des Hauses danken für ihre immer, wie ich finde, kluge und unterstützende Arbeit, der Drogenbeauftragten, aber auch den Mitgliedern des Ausschusses. Ich muss sagen, ich habe selten Diskussionen im Ausschuss erlebt, die in der Sache so qualifiziert, aber trotzdem sachlich und auf einer Ebene, die Spaß gemacht hat, zu diskutieren, geführt worden sind. An der Stelle ein herzliches Dankeschön auch dafür. Das macht Spaß auf weitere Gesetze in der Form. Meine Damen und Herren, ich möchte einige stellvertretend dieser Veränderung erwähnen. So haben wir uns über die Genehmigungsfrist natürlich Gedanken gemacht. Das heißt, Patienten, die in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung stehen, die können nicht 3 bis 5 Wochen auf eine Entscheidung der Kassen warten. Deswegen wird diese Frist, diese Genehmigungsfrist, höchstens 3 Tage betragen. Und ich glaube, auch das ist für die Betroffenen wichtig. Sie brauchen eine schnelle und unbürokratische Hilfe. Ein weiterer Punkt ist die Erkenntnis, die Datenlage. Wir haben wenig Erkenntnisse über die Wirkungen langfristigen Cannabisgebrauchs und deswegen wollen wir eine Begleiterhebung durchführen. Dazu übermitteln Ärztinnen und Ärzte ohnehin vorliegende Daten anonymisiert an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Es sind zum Beispiel Daten zur Diagnose, zur Therapie, Dosis oder Nebenwirkung. Und wir hoffen, dass wir dann auch ein vernünftiges Datenmaterial zur Verfügung haben.
In der Versorgung mit Cannabis-Arzneimitteln in standardisierter Qualität soll der Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken auch in Deutschland ermöglicht werden. Dabei werden aber die völkerrechtlich bindenden Vorgaben des Einheitsübereinkommens der Vereinten Nationen von 1961 zu Suchtstoffen dafür Grundlage sein, und diese Cannabis-Agentur soll beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eingerichtet werden. Diese Agentur stellt sicher, dass zukünftig in Deutschland hergestellte Produkte, für die ein Anbauer die üblichen, insbesondere natürlich betäubungsmittelrechtlichen Erlaubnisse benötigt, nur in standardisierter Qualität hergestellt werden. Sie haben vielleicht auch alle schon Briefe bekommen als Abgeordnete, die ersten, die schon anbauen wollten. Also das wird nicht passieren, das kann ich ganz klar sagen. Das ist nicht das, was wir wollen. Die Agentur kauft dann die Produkte auf und gibt sie an Arzneimittelhersteller, Großhändler und auch Apotheken ab. Bis der staatlich kontrollierte Anbau in Deutschland erfolgen kann, wird die Versorgung mit Cannabis zu medizinischen Versorgung und Zwecken über Importe gedeckt. Mit dem Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften gehen wir, wie ich finde, einen großen Schritt in die richtige Richtung. Wir sorgen dafür, dass schwerkranke Menschen bestmöglich versorgt werden und ihnen auch diese Therapieoptionen im Rahmen der ärztlichen Behandlung eröffnet wird. Sie können Cannabis verschrieben bekommen, wenn es medizinisch indiziert wird, und damit wird ihnen geholfen, und das, meine Damen und Herren, soll auch Sinn und Zweck dieses Gesetzes sein. Herzlichen Dank. Ingrid Fischbach war das, die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesgesundheitsministerium. Das war federführend bei diesem Gesetzentwurf. Schwerkranke Menschen sollen also nach dem Willen der Großen Koalition künftig leichteren Zugang zu Cannabis als Medizin erhalten. Jetzt für die Linksfraktion Frank Tempel. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In den letzten Monaten habe ich gemeinsam mit vielen betroffenen Menschen gefragt, wann endlich die versprochenen Verbesserungen bei der medizinischen Verwendung von Cannabis nun auch im Bundestag beschlossen werden. Und wenn Sie die Beschlussfassung absichtlich auf den heutigen Tag gelegt haben, um meinen langen Kampf für dieses Thema zu würdigen, dann ist das eine nette Geste, aber mit Blick auf die Betroffenen etwas übertrieben. Aber im Ernst. Ein paar ernste Worte müssen wir bei dem Thema schon auch wechseln, denn die bisherige Rechtslage war mit ihren bürokratischen Hürden und Kostenhindernissen mit Blick auf den Leidensweg vieler betroffener Patienten fatal. Was da über Jahre hinweg stattfand, war aus meiner Sicht moralisch gesehen unterlassene Hilfeleistung durch den Staat. Nur wenige hundert Patienten durchdrangen die Bürokratiehürden bis zu einer offiziellen Genehmigung, und wer das geschafft hatte, scheiterte sehr oft an den Kosten, die ihm keine Kasse erstattete. Wenn wir das heute ändern, sollte unser Dank denen gelten, die mit gerichtlichen Klagen, Petitionen, vielen Initiativen zur Meinungsbildung in der Öffentlichkeit und auch hier im Bundestag beigetragen haben. Bevor ich zu einigen inhaltlichen Aspekten komme, möchte ich aber auch was zum Gesundheitsausschuss des Bundestages sagen. Und ich möchte bestätigen, in dieser Legislatur wurde sich erstmals intensiv mit dieser Thematik richtig fachlich auseinandergesetzt, und dafür möchte ich auch allen ganz herzlich danken. Jetzt liegt ein Ergebnis vor, das in vielen Punkten dem Antrag meiner Fraktion entspricht und mir im Gegensatz zu der Arbeit im Innenausschuss relativ wenig Spielraum zu meckern lässt. Die Änderungsanträge der Regierungskoalition auch noch nach der Einbringung beweisen, dass man eben nicht nur zu einem Richtungswechsel gezwungen wurde, sondern dass man tatsächlich die ehrliche Absicht hatte, die Situation vieler Patienten zu verbessern. Die komplizierte Genehmigungspraxis wurde abgeschafft, die Erstattungsfähigkeit der Kosten geregelt, die Abhängigkeit vom Import wurde verringert, was sich auch auf die Preisentwicklung positiv auswirken kann. Dadurch wurde auch das Problem von Versorgungsengpässen verringert und, ganz wichtig, die Entscheidungsfreiheit zwischen Arzt und Patient wurde gestärkt. Das ist alles klasse, und dafür auch noch mal Dankeschön. Ich hoffe aber auch, und ich habe der Staatssekretärin genau zugehört, dass wir weiter an dem Thema dranbleiben. Eine wissenschaftliche Begleiterhebung in der medizinischen Praxis ist zwar wichtig, kann aber noch nicht alles sein. Die dafür von Ihnen veranschlagten 850.000 Euro reichen eben hinten und vorne nicht. Sie beklagen selbst, dass der Wissensstand zum medizinischen Nutzen von Cannabis noch nicht allzu hoch ist. Habe ich auch im Gesundheitsausschuss gehört.
Wenn die Linke aber Haushaltsanträge zur Finanzierung klinischer Forschung stellt, lehnen Sie das regelmäßig ab, auch wenn das den Kollegen bei der SPD immer sehr schwer fällt, wie ich gesehen habe. Ein höherer Nutzen ergibt sich durch mehr Wissen, meine Damen und Herren, und das bedingt Investitionen eben in dieses Wissen. Und lassen Sie uns doch darüber auch bei den nächsten Haushaltsverhandlungen reden. Und noch ein Punkt. Die neuen Regelungen betreffen ja erst einmal nur schwer kranke Patienten. Die Entscheidungsfreiheit des Arztes ist auf diesen Personenkreis beschränkt. Sie wissen es selbst, meine Damen und Herren, es gibt Menschen in unserem Land, denen wäre Cannabis als Genussmittel völlig egal. Aber als Medizin, auch im niederschwelligen Bereich, fänden Sie es sehr interessant. Immer vorausgesetzt, es gibt die Möglichkeit, unter fachkundiger Beratung und Hilfe dies zeitlich begrenzt nutzen zu können. Und diese Möglichkeit sollten wir in Zukunft zumindest in gemeinsamer Debatte weiter ausloten. Nicht jeder möchte die große Palette kleiner, bunter Schmerzpillen austesten, sondern lieber auf natürliche Substanzen wie Cannabis setzen. Und zum Schluss möchte ich auch hier im Plenum einen mir sehr wichtigen Aspekt ansprechen. In der gestrigen Sitzung des Gesundheitsausschusses habe ich noch einmal die Führerscheinpraxis für medizinische Verwender von Cannabis angesprochen. Es mag ja stimmen, dass die rechtlichen Regelungen es ermöglichen, bei sachgemäßer Anwendung im Besitz des Führerscheins zu bleiben als medizinischer Verwender. In der Praxis ist es aber oft nicht so. Es fehlen geeignete Testmethoden, um in der polizeilichen Kontrolle wirklich festzustellen, ob jemand im Rausch gefahren ist. Oft fehlt es auch Polizeibeamten ganz einfach an der Akzeptanz der medizinischen Verwendung von Cannabis. Und wir haben so einige Fälle von aktuellen Erlaubnisinhabern, deren eigenen zum Führen eines Fahrzeuges gerade in Frage gestellt wird, eben weil sie medizinische Verwender sind. Wenn jemand durch die Therapie wieder arbeiten könnte, aber durch die Therapie den Führerschein und damit auch wieder den Arbeitsplatz verliert, macht das Ganze eben nicht viel Sinn. Deswegen freuen wir uns heute erstmal über diesen Gesetzesbeschluss. Aber wir wissen, wir werden weiter diskutieren müssen. Und so wie wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet werden, wird das auch gut und früchtebringend stattfinden. Dankeschön. Vielen Dank. Frank Tempel war das für die Linksfraktion, der heute Geburtstag hat und wie er gesagt hat, er empfindet es ein bisschen als Geburtstagsgeschenk, weil er sich schon lange für das Thema stark macht, begrüßt den Gesetzentwurf der Großen Koalition. Die Linke hätte sich allerdings eine noch liberalere Praxis gewünscht. Jetzt weiter mit Hilde Mattheis für die SPD. Einfach mal zu sagen, Koalition, Regierungskoalition und Opposition sind sich einig. Das ist wirklich sehr wohltuend, weil es geht an der Stelle um Menschen und um Leid von Menschen, dass wir mit diesem einfachen Mittel einfach aufheben können, wo wir entgegnen können, ihr habt Zugänge. Und das will ich gerne mal machen und darstellen an einem ganz konkreten Fall. Ein damals 20-Jähriger stellt fest, er leidet an einer seltenen Nervenerkrankung in Süddeutschland. Er ist arbeitslos geworden, er kann überhaupt keine Tätigkeit mehr aufnehmen. Und nach langer Therapie und der Suche nach der richtigen Therapie und auch nach dem Einsatz von Morphium, unter deren Auswirkungen oder dessen Auswirkungen er abmagert, an Übelkeit leidet, wird festgestellt, Cannabis ist das einzige Mittel, was seinen Alltag erträglich macht. Jetzt ist er arbeitslos und es kostet 1.000 Euro pro Monat, um sich da im Prinzip ein einigermaßen Lebensqualität zu erhalten und auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dadurch zu garantieren. Was macht er? Er hilft sich selbst und baut an. Da kann man jetzt mit einem leichten Augenzwinkern sagen, ja, hat der ein oder andere von uns in studentischen Zeiten auch mal gemacht, aber das ist für ihn überlebenswichtig. Was passiert im Staat Bayern, vielleicht woanders auch? Er wird angeklagt. Er muss sich verantworten. Das heißt, zu seiner Lebenssituation kommt noch hinzu, dass er strafrechtlich belangt wird. So. Das sind Einzelschicksale. Es handelt sich wirklich vielleicht um 100 Menschen in diesem Land, vielleicht ein Stück weit mehr. Und jetzt kommt es darauf an, wirklich in dieser Lebenssituation nicht so eine Spirale in Gang zu setzen für ein noch junges Leben, das im Prinzip keinen Ausweg weiß. Und das haben wir miteinander hingekriegt. Dafür danke ich ganz, ganz herzlich. Und ich finde es gut und richtig, dass wir das alle miteinander beschließen. Der Beschluss ist das eine, aber es muss natürlich auch noch in der Praxis weitere Dinge umgesetzt werden. Ja, so eine wissenschaftliche Begleitung ist wichtig, ja,
Aber es ist auch wichtig, dass Hausärztinnen und Hausärzte mit diesem Thema auch keine, wie soll ich sagen, ihre vielleicht eigenen inneren Hürden überspringen und über eine Fortbildung, Weiterbildung einfach auch an dieses Thema herankommen können. Das wird hier auch geregelt. Und es war uns sehr, sehr wichtig, dass wir im Bereich Hospiz und Palliativ die Hürden nicht so hoch hängen, auch da. Und da muss das Genehmigungsverfahren innerhalb von 3 Tagen ablaufen. Denn wir können uns alle vorstellen, was 3 Tage im Leben eines Menschen bedeutet, der palliativ behandelt werden muss und der starke Schmerzen leidet. Und das sind Punkte, die in diesem Gesetz zum Tragen kommen. Und ich glaube, dass wir, und das hat uns allen gut getan, das nicht mit einer tiefen Debatte zu verbinden zum Thema betäubungsrechtliche weitere Schritte, sondern das ist ein erster wichtiger Schritt hin zu einer humaneren Gestaltung in bestimmten Lebenssituationen und zur Unterstützung und auch zu dem Thema, dass wir als Solidargemeinschaft diesen Menschen auch zur Seite stehen. Und von daher glaube ich, tun wir alle gut daran, das jetzt nicht, und das haben wir auch nicht getan, ideologischen Gesichtspunkten weiter zu forcieren. Und da kann ich nur, gestern stand in der Berliner Morgenpost, Gröhe wirbt für Cannabis auf Rezept. Ich fand das ziemlich witzig. Aber wir alle wissen, um was es geht. Es geht darum, dass Menschen in Ausnahmesituationen und vor allen Dingen Menschen, die nicht unbedingt als austherapiert gelten, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und da danke ich Ihnen, dass Sie darauf hingewiesen haben, dass wir auch in diesem Punkt noch im parlamentarischen Verfahren Nachbesserungen hinbekommen haben. Also Sie müssen nicht gänzlich austherapiert sein, dass wir Ihnen helfen. Vielen Dank dafür, auch vielen Dank an das Haus und die Hoffnung, dass wir an der einen oder anderen Stelle noch mal weitere Punkte dieser Art miteinander so im Konsens besprechen und verabschieden können, wäre schön, würde mich freuen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dede Matthijs war das für die Sozialdemokraten, die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion. Und der nächste Abgeordnete hier am Rednerpult wird sein Harald Terpe für die Bündnisgrünen, Sprecher für Sucht- und Drogenpolitik der Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die mehr als ein Jahrzehnt andauernde Auseinandersetzung um Cannabis als Medizin ist ein Leidensweg. Ein Leidensweg für eine Reihe zumeist schwer erkrankter Patientinnen und Patienten mit nahezu unerträglichen Schmerzen und Angstzuständen oder für Patienten mit Krebserkrankungen oder chronisch an schwere zunehmenden Leiden. Zu oft wurde Ihnen und wird Ihnen die Therapie mit Cannabis vorenthalten oder sie ist individuell nicht bezahlbar, obwohl die Standardtherapie weniger half oder auch schwere Nebenwirkungen mit sich bringt. Wir wissen das vor allen Dingen bei langdauernden Schmerztherapien, dass das auch schwere Nebenwirkungen machen kann. Oder weil die Betroffenen vielleicht einfach die falsche Grunderkrankung hatten. Denn die Behandlung für Cannabis wurde auf wenige Indikationsstellungen beschränkt. Versuchen Sie sich mal in eine Betroffene aus meinem Wahlkreis zu versetzen, die jahrzehntelange schwere Schmerzzustände infolge einer Kinderlähmung hatte und der die Behandlung mit Cannabis, obwohl sie die Erfahrung gemacht hatte, dass es ihr gut hilft, tatsächlich auch vorenthalten wurde oder sie konnte sie auch einfach nicht bezahlen. Ich bin seinerzeit auch mit einer Krankenkasse ins Gespräch gekommen und es war nicht möglich, dort eine individuelle Lösung herbeizuführen, die über diese Hürde hinübergeholfen hat. Wir sind also als Gesetzgeber diesen Betroffenen lange eine Lösung schuldig geblieben. Und man muss sagen, dass es an Gerichtsbeschlüssen oder an vielen betroffenen Initiativen, an dieser Stelle wirklich auch vielen Dank für die Hilfe von betroffenen Initiativen oder auch an parlamentarischen Initiativen
Da sind auch eigene dabei oder Initiativen von den Bündnisgrünen, nicht gefehlt hat, zum Beispiel 2005, 2007, 2011 und auch in dieser Legislaturperiode. Ich erinnere mich als Teilnehmer von Gesprächen im Bundesministerium für Gesundheit in der letzten Legislaturperiode auch daran, dass wir mit bescheidenem Erfolg zumindest hinter den Kulissen die Zahl derjenigen haben steigern können, die eine Sondergenehmigung bekommen haben. Aber der Erfolg war durchaus sehr bescheiden. Und auch in dieser Legislaturperiode hat es 3 Jahre gedauert, bis eine gesetzliche Regelung zum Abschluss gebracht wird. Aber ich möchte auch sagen, Chapeau, Frau Mortler, in einer Anfangsveranstaltung, drogenpolitischen Veranstaltung in dieser Legislaturperiode, hatten Sie gesagt, man kann sich Cannabis als Medizin vorstellen. Und nun liegt es also vor, ein Gesetz, und es hat sich erfreulicherweise viel getan zwischen der ersten und der zweiten Lesung. Aus einem rigiden Regierungsentwurf ist im parlamentarischen Verfahren ein annehmbares Gesetz geworden. Die Kritik nahezu aller Sachverständigen hat offensichtlich sozusagen zu einem Umdenken geführt oder ausreichend Überzeugung geleistet. Und ich begrüße daher ausdrücklich, dass die Koalitionsfraktionen in ihren Änderungsanträgen klargestellt haben, dass die Therapieentscheidung für Cannabis als Medizin beim Arzt liegt und eine Nutzen-Risiko-Bewertung von anerkannten Standardtherapien ermöglicht wird, um sich für Cannabis als Therapie zu entscheiden. Und man nicht erst warten muss, bis konventionell austherapiert ist, so heißt das dann, austherapiert. Auch die Verbesserung bei der Kostenerstattung, die grundsätzlich erfolgen muss und nur in begründeten Ausnahmefällen abgelehnt werden darf, ist gut zu heißen. Dass allerdings nach wie vor an der verpflichtenden Begleiterhebung festgehalten wird, schmälert die Qualität des Gesetzes eigentlich unnötig, zumal eine solche Regelung im Rahmen von SGB V fremd ist, denn bisher bedarf es keiner Gegenleistung, wenn man eine Leistung bekommt. Meine Erwartung ist, dass wir nach der Verabschiedung des Gesetzes die Diskussion um eine valide, unabhängige wissenschaftliche Begleitforschung fortsetzen und auf eine freiwillige Basis stellen, um zu evidenten Ergebnissen zur Cannabistherapie zu gelangen. Also die Diskussion ist, glaube ich, noch nicht beendet. Und ich darf, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch eine weitere Erwartung äußern. Die bezieht sich auf die laufenden Verfahren gegen Patientinnen und Patienten, die Cannabis aus medizinischer Indikation angewendet haben und die im Geiste der neuen Gesetzlichkeit nicht zum Nachteil der Betroffenen ausgehen sollten. Ich denke, das Gesetz stärkt zum Wohle der Patientinnen und Patienten die Therapiefreiheit der ärztlichen Behandler und ermöglicht unbürokratisch angewandt die Kostenerstattung. Unsere Fraktion wird diesem Gesetz zustimmen. Möge es zu einer Wiedergutmachung durch besondere Anwendung in der Praxis beitragen. Vielen Dank. Als nächstes Harald Terpe war das für die Grünen-Fraktion. Ja, es ist Einigkeit hier im Haus und Harald Terpe hat es ebenfalls betont, wie auch die anderen Redner hier bislang. Ein gutes Gesetz ist das, was heute hier verabschiedet werden soll, was im parlamentarischen Verfahren noch einmal nachgearbeitet wurde. Jetzt Karin Mark für die CDU-CSU-Fraktion. Tätigkeit oder generell, zu denen er eine besondere Beziehung entwickelt hat. Bei mir sind es die neurologisch erkrankten Menschen, insbesondere die Kinder, aber auch die chronischen Schmerzpatienten und die Menschen in der Palliativversorgung. Und gerade deswegen liegt mir dieses Gesetz sehr persönlich am Herzen. Denn mit diesem Gesetz erreichen wir eine bessere Versorgung auch dieser Patienten mit weiteren cannabishaltigen Arzneimitteln. Und das ist mir ganz wichtig, in standardisierter Qualität. Das ist übrigens auch der rote Faden für mich in diesem Gesetz. Es geht nicht um Kiffen auf Rezept. Das war jetzt nicht die Berliner, sondern es war eine andere Tageszeitung in der letzten Woche. Wir wollen eine weitere Behandlungsalternative, eine medizinische Behandlungsalternative eröffnen und gleichzeitig den aus meiner Sicht nicht zielführenden Eigenanbau, weil es um eine qualitätsgesicherte Behandlung geht, verhindern. Technisch
kontrollieren und steuern wir, das haben Sie gehört, die gesamte Herstellung beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wird die sogenannte staatliche Cannabisagentur eingerichtet, die den Bedarf ausschreibt, die Qualität eben überwacht, die gesamte Ernte aber auch aufkauft und dann an die Hersteller, an die Großhändler, an die Apotheken weitergibt. Und alle müssen sie die Betäubungsmittel und vor allem auch arzneimittelrechtlichen Vorschriften einhalten. Und das betone ich deshalb an dieser Stelle, weil es sich sicher nicht um landwirtschaftlichen Anbau handelt. Der eine oder andere hat verschiedene Fragen in diese Richtung gekriegt. Es geht um die Herstellung von Arzneimitteln. Und weil wir diesen Menschen helfen wollen, lieber Harald Terpe, übernehmen wir die Verantwortung für einen Weg, der so neu ist. Sie alle, wir alle wissen ja, wie ein Medikament in den Behandlungsablauf kommt. Die Arzneimittelhersteller müssen nämlich Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität eines neuen Wirkstoffs anhand aufwendiger klinischer Studien nachweisen. Bei Cannabis ist die Datenlage dünn. Es gibt kaum, das haben wir in der Anhörung gehört, evidenzbasierte Nachweise, dass Cannabis besser oder geeignet ist als andere Therapien. Uns ist aber auch allen klar, die klinischen Eindrücke sind eindeutig. Es gibt, das ist bei den Patienten ganz generell so, das ist uns bewusst, nicht auch, aber durch eine besondere Petition zu diesem Thema einen hohen Leidensdruck. Es gibt leider viel zu viele Patienten mit schwerwiegender Erkrankung, für die Therapiealternativen fehlen. Da geht es um schwere Schmerzen durch Krankheiten. Ich nenne die Onkologie, ich nenne die Multiple Sklerose, die epileptische Anfälle. Es geht auch um chronische Schmerzen. Und diesen Menschen wollen wir die Therapie sicher nicht vorenthalten. Und wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Medizinalhanf, die getrockneten Blüten und Extrakte als Behandlungsalternative etablieren wollen, dann müssen wir auch die Akzeptanz verbessern. Weniger bei den Patienten als vor allem bei den Kostenträgern und bei den Leistungserbringern, von denen sich zumindest relativ viele noch gar nicht mit der Therapieoption beschäftigt haben. Und deshalb sind wir sehr gut auf die in der Anhörung geäußerten Sorgen und Bedenken eingegangen. Wir haben es gehört, die Therapiehoheit der Ärzte wurde gestärkt. Der Patient muss natürlich nicht erst langwierige Nebenwirkungen, schwerwiegende Nebenwirkungen ertragen, bevor der Arzt den Medizinalhanf verordnen darf. Und der Arzt verordnet ausschließlich aufgrund eigener Prüfung im Einzelfall. Und um den befürchteten Missbrauch, auch dazu gab es natürlich die Stimmen in der Anhörung, so weit wie möglich auszuschließen, muss die Erstverordnung von der Krankenkasse genehmigt werden. Umgekehrt, natürlich gibt es auch den Vorwurf des zu rigiden Genehmigungsverhaltens der Kassen, dürfen die Kassen die Genehmigung nur in begründeten Ausnahmefällen im Rahmen der üblichen Frist, in der Regel 3 Wochen, ablehnen. Und todkranke Menschen in der Palliativversorgung sollen und können natürlich nicht so lange warten. Dafür kürzen wir die Frist auf 3 Tage. Ich habe es erwähnt, meine Damen und Herren, die wissenschaftliche Datenlage ist dünn. Selbstverständlich brauchen wir die weiteren Erkenntnisse, um so eine Entscheidungsgrundlage zu finden für die dauerhafte Aufnahme in die Versorgung. Das ist gut und richtig, dass beim BfArM die Daten und Informationen im Rahmen dieser nicht interventionellen Begleiterhebung gesammelt werden. Allerdings wollen wir nicht die Patienten, wie im ursprünglichen Entwurf vorgesehen, dazu verpflichten, an einer solchen Begleitforschung teilzunehmen. Da weiß jeder, wie es um die Angst vor der Weitergabe von Behandlungsdaten bestellt ist. Es werden nun keine personenbezogenen Daten weitergegeben. Die Behandlungsdaten werden anonymisiert und der behandelnde Arzt muss lediglich die Patienten darauf hinweisen, dass er diese anonymisierten Daten weitergibt. Das Wissen aus der Begleiterhebung, lieber Harald Terpe, ersetzt natürlich keine klinischen Studien, die erstellen in der Regel die pharmazeutischen Unternehmen im Rahmen der arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren. Und es gibt derzeit auf der Grundlage der beim BfArM vorhandenen Daten 13 klinische Prüfvorhaben zu unterschiedlichen Indikationen.
Auch die Regierung ist sich ihrer Verantwortung bewusst, Herr Kollege Tempel. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert zum Beispiel ein Forschungsvorhaben zur medizinischen Verwendung von Cannabis bei Schizophrenie. Das alles zeigt, dass wir auf breiter Front die Therapiemöglichkeiten verbessern wollen. Vielen Dank an das Haus. Ich nenne jetzt ausdrücklich auch Kollegin Zöllner, die sich mit sehr viel Herzblut von der CSU bei uns für dieses Thema eingesetzt hat und sich derzeit im Mutterschutz befindet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere von der Opposition, Sie haben im Ausschuss und hier zum Teil Zustimmung signalisiert. Es wäre ein schönes Zeichen gemeinsamer Verantwortung, wenn Sie heute alle zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die SPD. Karin Mark war das für die CDU-CSU-Fraktion. Und jetzt hat Burkhard Blinert das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem heutigen Tag vollziehen wir endlich nach langen Jahren einen längst überfälligen Schritt im Bereich der Therapiealternativen. Einige hundert Patientinnen und Patienten haben diese Gesetzesnovellierung herbeigesehnt und nun können wir Vollzug auch melden. Einen möchte ich da besonders erwähnen, das ist Herr Grotenherm. Er wird das wahrscheinlich heute auch verfolgen, der sich sehr stark dafür eingesetzt hat und auch hier einen eindrucksvollen Beitrag in Berlin dazu gegeben hat. Wir beschreiten neue Wege. Das ist uns bewusst, dass nun ein Medikament erstattungsfähig wird, wo die Evidenz noch nicht vollumfänglich belegt ist. Ich finde aber, dass dieser Schritt an dieser Stelle richtig und verantwortbar ist. Und ich möchte mich auch bedanken für die sachliche Debatte in der Vergangenheit beim Koalitionspartner, beim Haus, bei der Geschäftsstelle der Drogenbeauftragten, aber ganz besonders auch bei der Opposition. Es ist nicht unüblich, normalerweise sollten wir im Parlament streiten, aber dass wir an dieser Stelle, in dieser Frage, tatsächlich eine konstruktive Debatte hatten und das Gesetz besser gemacht haben, das liegt auch an Ihnen. Dafür auch herzlichen Dank. Ich möchte auf drei Aspekte auch noch mal kurz eingehen, die mir besonders wichtig sind. Das erste ist die Therapiehoheit des Arztes. Grundsätzlich ist festzuhalten, wir haben es geschafft, die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Wir geben ihnen mit dieser Regelung die Möglichkeit, Cannabis auf legalem Wege und unabhängig vom Geldbeutel als Medikament zu beziehen. Wir haben es geschafft, und darüber freue ich mich auch sehr, das faktische Vetorecht des medizinischen Dienstes der Krankenkassen zu streichen und den behandelnden Ärzten somit eine reale Therapiehoheit zu sichern. Es wäre höchst problematisch gewesen, die leidenden Patientinnen und Patienten quasi als Versuchskaninchen alle Therapieformen durchlaufen zu lassen, bevor ihnen Cannabis verschrieben werden dürfte. Und das, obwohl der behandelnde Arzt bereits gute Erfahrungswerte diesbezüglich gemacht hat oder auch machen wird. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Verschreibung und Anwendungsgebiete genau beobachten. Und wir werden dann genau sehen können, wie sich die Patientenzahlen und natürlich auch die Kosten dann dementsprechend entwickeln werden. Punkt 2, die Evidenz. Im Hinblick auf Cannabis als Medizin werden wir in den nächsten Monaten und Jahren Daten und Fakten aus unterschiedlichen Forschungsprojekten bekommen. Und daher ist es auch richtig, dass im Bundesforschungsministerium schon entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen sind. Und die Aktivitäten werden, da bin ich mir relativ sicher, in den nächsten Jahren tatsächlich eine Dynamik auch haben, die wir heute noch gar nicht richtig vermuten können. Punkt 3, die Versorgungssicherheit. Auch die ist gewährleistet, weil es jetzt schon Produzentinnen und Produzenten gibt, die anbieten. Und ich bin mir sicher, dass wir keine Versorgungsengpässe in der nächsten Zeit zu befürchten haben. Und auch der Anbau in Deutschland, die Herstellung auch in Deutschland, wird auch demnächst uns verwundern, wie viele sich auf dem Markt auch tatsächlich tummeln werden. Zur Versorgungssicherheit zählt aber neben der Produktion auch die Verschreibungsmöglichkeit. Und um die Versorgung flächendeckend gewährleisten zu können, müssen nun zudem somit auch die Ärztinnen und Ärzte umfangreich über die Wirkungsweisen und Anwendungsgebiete informiert werden. Es darf nämlich keinen Unterschied bestehen, ob man eben in der Stadt oder auf dem Lande wohnt. Und deshalb brauchen wir dort auch Weiterbildung und Fortbildungsmaßnahmen in allen Bereichen. Im Hinblick auf die Versorgung rate ich daher auch den Versorgungspartnern des Rahmenvertrags zudem, sich auf ein Sonderkennzeichen zur Abgabe dieser Arzneien in den Apotheken zu verständigen. Das macht die Versorgung nachvollziehbar und sicherer.
Nicht alles muss an der Stelle eben der Gesetzgeber regeln. Und ich bin mir auch sicher, dass dort alle Beteiligten zu Lösungen kommen. Lassen Sie mich aber noch einmal auf den Aspekt der Legalität von Cannabis als Medizin zurückkommen und den Bogen davon noch mal ein bisschen weiter spannen. Wir ermöglichen heute einen Personenkreis den Zugang zu Cannabis. Wir machen dies, weil wir wissen, dass diesen Personen damit geholfen werden kann. Wir begründen unsere Entscheidung auch damit, dass wir niemanden in die Illegalität, auf den Schwarzmarkt drängen wollen, wo gegebenenfalls die Stoffreinheit oder der THC-Gehalt nicht gewährleistet werden kann, wo Strafe und Verfolgung, Stigmatisierung und sozialer Abstieg damit auch drohen. Und wir sagen zudem, dass die Therapie nicht vom Geldbeutel abhängen darf. Wir machen dies alles, obwohl nicht alle Aspekte bisher geklärt sind, Auswirkungen noch nicht absehbar sind. Aber wir gehen trotzdem diesen Schritt, und das ist auch gut so. Ich finde es richtig, dass wir die Entscheidung über die Einnahme von Cannabis als Medizin nicht mit der Diskussion um den Alltagsgebrauch vermischen. Das ist voneinander zu trennen, und das haben wir gemacht. Das war der richtige Weg. Nur die Frage von Cannabis im Alltag bleibt. Die hat sich durch diese Debatte natürlich nicht aufgelöst. Und ich bin mir sicher, dass durch die Diskussion aber der letzten 2 Jahre, insbesondere auch der Debatte, die wir in den letzten Monaten geführt haben, gestern im Ausschuss und heute führen werden, die Erfahrungen in der Zukunft zeigen, dass wir zu einer Entideologisierung beitragen können. Eine Entideologisierung, was die Bewertung von Cannabis betrifft. Und das wird auch zukünftige Entscheidungen auf diesem Gebiet sachlicher und gerechter werden lassen. Meine Meinung dazu ist praxisorientiert. Wir sollten als Gesellschaft und auch als verantwortliche Politiker die Menschen nicht in den Stich lassen, die Cannabis konsumieren. Trotz Verbot sind es Millionen in Deutschland, die es schon probiert haben oder auch regelmäßig Cannabis konsumieren. Wir sollten die Debatte von der Seite her führen, was hilft den Konsumenten. Das bedeutet entkriminalisieren, den Konsum regulieren und raus aus der Kriminalität und somit auch der organisierten Kriminalität zu führen. Frau Präsidentin, ein letzter Satz dazu. Die Geschichte um Cannabis ist daher mit dem heutigen Tag nicht beendet, sondern die Geschichte um Cannabis in Deutschland wird auch mit dem heutigen Tage eine Fortsetzung haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Burkhard Blinert war das für die SPD-Fraktion und der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, bevor dann über den Gesetzentwurf abgestimmt wird, ist Rainer Hayek für die CDU-CSU-Fraktion. Er ist Mitglied im Gesetzesausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gestern war in einer großen deutschen Tageszeitung zu lesen, Kiffen auf Rezept. Nein, das wollen wir nicht, das wäre es dann ja noch. Die Wahrheit ist, der Deutsche Bundestag eröffnet mit der heutigen Beschlussfassung über das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften den Zugang zu medizinischen Cannabis-Arzneimitteln für Menschen ohne Therapiealternative. Heute ist ein guter Tag. Das Gesetz, dessen Titel so sperrig daherkommt, ist ein großer Schritt hin zu einer angemessenen Arzneimittelversorgung von Patienten mit schweren Erkrankungen wie beispielsweise Krebs, MS und Epilepsie. Mit diesem Gesetz geht es um die Versorgung von Patienten, die krankheitsbedingt dauerhaft unter schweren und schwersten Schmerzen oder einschlägigen Nervenkrankheiten leiden. Für diese Menschen kann Cannabis die medizinische Alternative zu Opiaten sein, mit weniger Nebenwirkungen und weniger Suchtpersonal. Dennoch, Cannabis hat 2 Seiten. Cannabis ist ein Betäubungsmittel, dessen Konsum, das hat die jüngste Studie der WHO gerade wieder unterstrichen, zu schweren psychischen Erkrankungen führen kann. Und deshalb geht es hier eben nicht um Kiffen auf Rezept, sondern um die ärztliche Verordnung von Cannabis in ganz eng umgrenzten Ausnahmefällen zum Zwecke der Schmerzlinderung, wenn Therapiealternativen wirkungslos waren oder deren Nebenwirkungen zu groß waren. Es war unser Anliegen, ein Gesetz zu formulieren, das den Patienten in den Mittelpunkt stellt. Es ist ja so, dass bereits bisher der Zugang zu Cannabis-Arzneimitteln möglich war. Man benötigte allerdings eine Ausnahmeerlaubnis
durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, deren Hürden so hoch waren, dass Stand heute nur 1.020 Patienten die Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen können. Auch die mit dem Bezug des Cannabis einhergehenden Kosten für die Schwerkranken sind exorbitant. 540 bis 1.800 Euro pro Monat sind nur schwerlich für die betroffenen Patienten aufzubringen. Die Vorteile des Gesetzentwurfs liegen auf der Hand. Cannabis wird verordnungsfähig. Künftig haben Ärzte das Recht, im Einzelfall Cannabis zu verordnen. Der Vorteil, Patienten werden keine langwierigen Therapiealternativen durchlaufen müssen, um Zugang zu Cannabis im Rahmen der Schmerzbehandlung zu erhalten. Cannabis wird erstattungsfähig. Krankenkassen dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen der ärztlichen Erstversorgung widersprechen, wenn beispielsweise der medizinische Nutzen nicht ersichtlich ist. Wir stärken damit die Therapiefreiheit der Ärzte im Patienteninteresse. Und für Patienten in der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung gilt mit Blick auf ihre besondere Situation eine verkürzte Genehmigungsfrist von 3 Tagen. Cannabis wird qualitätsgesichert. Wir erhöhen die Arzneimittelsicherheit, indem wir mit Hilfe einer Cannabisagentur den Anbau unter medizinischen Bedingungen forschungsgerecht staatlich strukturieren und gleichzeitig vor dem Zugriff Dritter schützen. Damit stellen wir sicher, dass Cannabis entsprechend den medizinisch-therapeutischen Erfordernissen mit gleichem Wirkstoff angebaut wird und das angebaute Produkt vor Missbrauch geschützt ist. Also von der Verordnung über den Konsum bis hin zur Erstattung steht das Patientenwohl und nur das Patientenwohl im Mittelpunkt unserer Anstrengungen. Wir sollten uns aber auch bewusst machen, dass es derzeit keine hinreichend fundierte Datenlage gibt. Diese Datenlage wollen und müssen wir verbessern. Und genau aus diesem Grund sieht der Gesetzentwurf vor, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gesetzlich mit einer auf 5 Jahre angelegten Begleiterhebung beauftragt wird. Unser erklärtes Ziel ist es, auf dieser Grundlage die Kassenleistungen weiterentwickeln zu können. Erlauben Sie mir bitte noch einmal eine ganz persönliche Anmerkung. Als vor wenigen Jahren meine Mutter im Alter von 94 Jahren in ihre letzte Lebensphase eintrat und ihre Morphindosis mit allen Nebenwirkungen immer weiter angepasst wurde, hätte ich mir die Möglichkeit gewünscht, die unser heutiger Gesetzentwurf vorsieht. Ich bin hocherfreut, dass wir mit dem heute zur Verabschiedung anstehenden Gesetz schwerkranken Menschen zur Linderung und Würde in einer schweren Lebensphase verhelfen können. Heute ist ein guter Tag. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hayek. Rainer Hayek hatte das Schlusswort hier und in der Tat bei diesem Thema, was ihm persönlich sehr am Herzen lag, war das seine erste Rede, denn er ist hier in den Bundestag nachgerückt und deswegen gab es noch einmal Glückwünsche von der Bundestagsvizepräsidentin Ulla Schmidt. Ja, jetzt geht es in die Abstimmung zu diesem Gesetzentwurf. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe A seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 10902, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 8965 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Wer stimmt dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich? Ist auch niemand. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung einstimmig angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen oder in der zweiten Beratung zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind alle. Wer stimmt dagegen? Ich sehe niemanden. Und wer enthält sich? Auch niemand. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Sehr, sehr selten kommt es hier im Deutschen Bundestag vor, dass Gesetzentwürfe
von allen Fraktionen und auch noch einstimmig von allen anwesenden Abgeordneten angenommen werden. Es gab nicht mal eine Enthaltung. Es hatte sich ja während der Debatte schon angedeutet, und das Votum des beratenden Gesundheitsausschusses war auch dementsprechend, aber die Abstimmung im Plenum ist dann immer noch mal etwas anderes. Also ein guter Tag, das wurde hier von allen Fraktionen, von allen Rednern immer wieder betont, denn schwerkranke Menschen sollen künftig zu leichteren Zugang zu Cannabis als Medizin erhalten. Die Entscheidung für die Cannabis-Therapie, die liegt beim Arzt. Das heißt nicht, dass es eine generelle Freigabe gibt. Auch das wurde hier betont. Auch es gibt keinen Recht zum Anbau von Cannabis. Aber es wird künftig auch eine Kostenerstattung für beispielsweise Blüten und Extrakte der Hanfpflanze auf Rezept geben. Das ist eine Weiterentwicklung dessen, was 2011 hier schon begonnen wurde. Da gab es schon eine teilweise Freigabe, zumindest für Medizinprodukte mit Cannabis-Extrakten. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich die Weiterentwicklung und eine große Verbesserung für viele chronisch Kranken.